Hallo Kochfans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge in der Cooking Area. Heute machen wir nach einem englischen Originalrezept Apple Crumble. Die Zutaten seht ihr schon einmal hier und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die Butter schneiden wir in ca. 1x1 cm große Würfel und lassen diese anschließend draußen stehen, damit sie Zimmertemperatur bekommen. Mehl und braunen Zucker geben wir in eine Schüssel und vermischen diese miteinander. Stück für Stück geben wir die Butter hinzu, bis ein schöner Crumble entsteht, also bis alles schön krümelig ist und sich verbunden hat. Die Äpfel müssen geschält werden und anschließend auch in ca. 1x1 cm große Würfel geschnitten werden. Die Äpfel marinieren wir mit Mehl, braunem Zucker und Zimt. Abschließend geben wir zuerst die Äpfel und dann den Crumble in eine Ofenform. Diese kommt dann bei ca. 180 Grad Umluft für 40 bis 45 Minuten in den Backofen. Am besten serviert ihr den Apple Crumble direkt nach dem Backen, denn dann ist er noch schön heiß. Dazu serviert ihr eine Custard Cream. Wie ihr die herstellt, seht ihr übernächste Woche in einem Video. Jetzt wäre es noch toll, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlassen würdet oder einen Kommentar. Ansonsten hier unten könnt ihr den Channel völlig kostenfrei abonnieren. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche wünsche ich euch dann viel Spaß und kocht weiter.